An einem geheimen Ort der Universität Bayreuth, abgeschottet von der Außenwelt, stellen sich die mutigen Redakteure von Level Up gruseligen Polygongespinstern, morbiden Gameplay und hässlichen Maschtexturen. Was nun folgt, sind Geschichten von schrecklichen Entwicklern und ihrem spielbaren Datenmüll. Geschichten, die euch die Knochen ordentlich schlagern lassen. Schaut gut zu, wenn ihr euch traut. Das sind die Geschichten aus der Gaming Gruppe. Grüß dich, Fabian. Ich habe was Schönes für dich dabei heute. Was denn? Ja, hier ein kleiner Hinweis, vielleicht kommst du ja drauf. Okay. Irgendwas mit Gefängnis wahrscheinlich, vermute ich jetzt. Ja, und was bekommst du, wenn du Gefängnis, RTL und Kathi Karrenbauer kombinierst? Hinter Gittern, der Frauenknast, Teil 2. Wunderschön. Ich lese mal kurz vor, was uns da Schönes erwartet. Im Frauengefängnis Reutlitz sitzen sie ein, eiskalte Mörderin, durchtriebene Diebinnen, ins Unglück gejagte. Zelle an Zelle zwischen Frühstück und Freigang zählen sie ihre Tage bis zur Entlassung. Verstecken sie sich vor Wärtern oder lenken sie ab? Umgehen sie Kameras oder schalten sie aus? Finden sie den Kopf, der hinter den dunklen Machenschaften steht und beweisen sie ihre Unschuld? Ja, ich war mal gespannt, ob sich das auch bewahrheitet. Herr der Ringe, der Frauenknast 2. Unser erstes Gruftspiel. Ja, ich bin schon richtig. Dann legen wir mal los. Heiß drauf, ja. Lass uns mal loslegen. Geh mir nicht auf die Nerven. Verzieh dich. Geh mir nicht auf die Nerven. Später vielleicht. Ah, sehr interessant. Geh mir nicht auf die Nerven. Nicht gut für dich, Walter. Es sind ausschließlich deine Fingerabdrücke an dem Lampensockel, mit dem Wolf erschlagen wurde. Ebenso am abgetrennten Stromkabel der Stanze. Prekov rückt näher. Ich sagte schon, dass ich hier auf die Schippe genommen werde. So, Jutta, jetzt lass mich hier raus. Bitte, Kathi! Halt die Schnauze! Grauenvoll! Die hat aber auch eine Stimme wie ein Engel. Also, ja, so aber würde ich klingen, wenn du mir gegen Kehlkopf trittst, 13 Uhr. Links. Also, du musst irgendwie runterkommen. Ja. Ja, schnell jetzt. Im Moment bist du noch safe. Du Kacknoob. Düt. Ich bin ja nur, wenn ich so wunderschön hinter mir betrachten kann. Ja. Leck. Report auf, ja. Ja, alles ist Low Poly, nur Kathis Arsch ist High Poly. Ja, Hinter Gittern 2, ihr habt es gespielt. Eine Perle. Was ist bei euch denn hängen geblieben? Also die wunderbaren 19 animierten Charaktere oder die geilen Locations? Oder kann ich es leider nicht zu Ende spielen, sonst hätten wir die... Also wir haben nur 3 gesehen und eine 4 mit David. Und mit Walter 5. Ich weiß zwar noch nicht, was das Ganze hier soll, aber ich kann mir denken, wer das alles eingefädelt hat. Ich war es bestimmt nicht. Die Dialoge waren schon spitze. Fassen wir mal zusammen. Wir spielen Kathi Karrenbauer alias Walter und wir müssen Intrigen entspinnen und um Wächter herumschleichen und um Kameras herumschleichen und es ist... Weil ihr einen Mord angehängt wurde. Genau, weil sie nicht begangen hat, wobei sie bei versuchten Mordes im Knast sitzt. Das möchte ich betonen. Genau, und dann wird ihr angedroht, nach Prekov zu kommen. Das Hochsicherheitsgefängnis mitten in Ostberlin. Okay, die Untersuchungen laufen bereits und sollten sich die Hinweise verdichten, gehen sie nach Prekov. Also man sollte vielleicht erstmal sagen, wir fangen in der Werkstatt an und da steht Walter rum und man fängt an zu laufen. Man weiß nicht, was man machen soll. Nein, man weiß. Das ist auch läufig. Man läuft da irgendwie rum und auf einmal findet man so eine Leiche und dann steht auf einmal hinter einem so. Man sollte noch anmerken, da werden Lampensockel hergestellt. Lampensockel, ganz wichtig, aber die ganzen Werktische sind leer. Also das ist alles super aufgeräumt, es ist kein Hinweis darauf, was man macht. Und dann sieht man die Leiche liegen und dann kommt schon
Nein, keine Schluse, sondern ein Mithäftling reingestürmt und schreibt: Oh Gott, Walter hat Wolf umgebracht. Ja, genau. Und sie sagt: Shit. Genau. Shit. Schon wieder. Hilfe, Walter hat Wolf umgebracht. Shit. Das sieht wirklich schlecht für mich aus. Oh Mann, shit. Oh, shit. Wie konnte das denn passieren? Und dann springt es eigentlich zur nächsten Sequenz. Ja. Und dann zu Baal, und sie ist echt sauer. Unter anderem wegen dem Mord. Da wir jetzt wegen der demolierten Stanze und der Untersuchung nicht produzieren können, ist gerade der Lampenauftrag geplatzt. Und dazu gibt's eine hohe Konventionalstrafe. Ich bin wirklich sauer, mal abgesehen von dem Mordfall. Frau Adler, bringen Sie sie in Ihre Zelle. Okay, also wir haben ja jetzt sozusagen schon mal geschafft, sie in die Intro-Sequenz sechsmal ineinander durchzuspielen. Anschließend muss man dann nach unten quasi in dieser Gefängnisanstalt und mit diversen Personen reden. Mit Uschi. Mit Uschi, mit Kittler. Mit Kittler und Melanie am Schokoautomaten. Melanie am Schokoautomaten. Und dann, was muss man dann machen? Dann muss man mit Melanie sprechen und Melanie schlägt einem vor, dass sie jetzt den Kittler ablenkt, damit man dann zum Gewächshaus gehen kann, um David zu treffen, ja? Und das macht sie nämlich ganz geschickt, weil Melanie, die ist ja, die hat hier, ne? Und zwar steckt sie einen Draht in den Münzstütz. Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Und lockt damit Kittler zum Schokoautomaten. Weil der Schokoautomat dann nicht mehr funktioniert. Ja, genau. Vielleicht manipulieren wir einfach den Süßwarenautomaten und du machst ihm wegen des kaputten Geräts ein wenig Stress. Gute Idee. Ich könnte einen Draht in den Münzschlitz stopfen. Dann rufe ich ihn und du flitzt. Genau so. Danke. Ich gehe dann schon mal. Und dann muss man nämlich, wenn man nicht schnell genug ist, weil das haben wir nämlich auch geschafft, man muss dann nämlich hochlaufen, oben außen rum, unten wieder runter, wo Kittler stand und hinter ihm praktisch dann in den Gang rein, wo es zum Gewächshaus geht. Man muss auch aufpassen, dass man nicht an den Türen hängen kann. Ja, genau. Oder an Uschi. Oder an Uschi, das wäre auch... Also man bleibt eigentlich an allem hängen. Ja. Gehen, bis sie die zwei hören können. Was geht ab? Was hast du falsch gemacht drin? Walter hat es nicht geschafft. Hast du jetzt verloren? Ja, du bist noch Hast du was falsch gemacht? Weißt du, was du falsch gemacht hast? Ja, ich bin nach links gegangen. Was weiß ich, wo der Kack Zigarettenautomat ist. Warum gehst du auch nach links? Das war offensichtlich, dass das hier zum Game Over führt. Die Stelle ab dem Gewächshaus war dann ein bisschen schwieriger, denn, was ist da passiert, Fabian? Was haben wir ja, wir wussten nicht genau, also man musste, glaube ich, an den Kameras entlang schleichen und wir haben zuerst nicht kapiert, dass man ja mit K die Kamera sieht und dann hat man die Laserstrahlen gesehen, da konnte man sich da durchstealthen, das wir aber nicht geschafft haben. Weil Kati Karrenbauer super Laseraugen hat, mit der man Laserstrahlen sehen kann. Auf der Laser. Nein, K gedrückt halt. Mach weiter Sneak. Ich drück doch K. Du solltest trotzdem laufen. Jetzt. Jetzt, halt. Oh, Scheiße! Nein! Aber du hättest was machen können da. Ja, aber das ging nicht. Fuck! Nun! Mach's besser! Ich hab immerhin den Zigarettenautomaten erreicht. So, alles immer von vorne. Ich hasse mein Leben und ich hasse euch alle. Da kriegst du einen Hut. Ja. Das war einfach verbuggt, man konnte nicht speichern. Also da stand zwar, Spiel wird gespeichert, es hat aber nichts gemacht. Aber man hatte keinen Spielstand. Dann. Genau, man hatte keinen Spielstand. Das heißt, immer wenn wir verkackt haben, was sehr oft passiert ist, mussten wir immer wieder von vorne anfangen. Und zwar von absolut vorne. Und dann macht es natürlich, das ist natürlich dann einfach für den Arsch, wenn man das Spiel einfach nicht durchspielen kann dann, weil man nicht speichern kann, weil man wegen irgendwelchen Bugs irgendwo hängen bleibt, dann erwischt einen die Kamera, dann macht's und dann muss man schon wieder von vorne anfangen. Ich glaube, du hast schon verkackt damit. Walter hat es nicht geschafft. Geh nach rechts, ich gehe einen Schritt nach rechts. Ja. Vielleicht hättest du warten sollen, bis irgendwie Kindler unten vorbeiläuft, ich weiß nicht. Der läuft doch unten. Ragequit, bitte, einer von euch. Keine Bock auf Scheiße. Glaub's ja nicht. Flip the table. Anschließend hat man dann David im Gewächshaus getroffen.
Genau, also erstmal muss man über den... Da haben wir zum ersten Mal den richtig schönen Außenbereich gesehen. Ja, wow. Wunderschön texturiert, unter anderem dieses Schild, das spiegelverkehrt draufgezogen wurde. Guck mal, blicke auf den Board. Dann hier mal die Textur, aber richtig aufs Schild. Was? Das ist geil. Justizversuchsanstalt. Justizversuchsanstalt für Frauen. Reutlitz. Hallo. Geil. Wunderbare. Können wir bitte bei der EA Service Hotline anrufen? Bitte. Nein. Aber guck mal, wir können uns ja auch mal Hilfe holen. Ja. Magst du nicht mal anrufen? Öffentlich. Und die können uns vielleicht noch so durchlotsen und dann kriegen wir es dann. Ja, kostet 25 Cent. Ihnen gewählte Rufnummer ist uns nicht bekannt. Ja. Die Nachfrage war für Sie kostenlos. Weißt du, ich will das jetzt durchspielen und kann das nicht, weil ich nicht speichern kann. Ich kann auch nicht 24 Stunden an dem Spiel hocken. Ja, das sind eine andere Nummer. Probieren die Nummer. Die haben sich aber schön aus der Affäre gezogen, ne? Die Nummer gab es wahrscheinlich noch nie. Ja, das ist so eine Fake-Nummer. Also. Die kostet aber 1,24 € pro Minute. Also. Ja, das ist uns das Wertesruf an. Wir haben Sticky Wert. Ich zahle das doch. Colin, wir teilen uns das. Ja, komm. Level Up hat viel Geld. Das kommt also, ich glaube ja eh, dass es die Nummer auch nicht gibt. Versuchen wir es. Ja, dann musst du halt ganz schnell so. Ansonsten nicht lange telefonieren. Ansonsten gehe ich jetzt nach Hause und irgendwas ist in mir gestorben, wenn ich das jetzt nicht. Ja. 9? Nein! nein. Also. Okay. Fazit zu Hintergittern der Frauenknast 2. Unser erstes schönes Grufti-Spiel aus Deutschland. Von RTL Playtainment. Fangen wir mal über die an, Wolz. Wie fandest du das wunderschöne Spiel? Ja, also ich kann nur die Musik loben. Also die war. Also hat mich echt umgehauen. Sonst, die Dialoge waren okay, vielleicht nicht so super synchronisiert, aber so unterm Strich war ein recht gutes Grufti-Spiel. Doch, ja. Ja, es war interessant zu spielen, muss ich sagen. Also es war halt von der Spielmechanik her vollkommen für den Arsch. Die Dialoge fand ich so ein bisschen merkwürdig, dass sie so geschwankt haben in der Qualität. Also Dialog zwischen David und Walter fand ich irgendwie super vom Sprechen und dann Bar war irgendwie Microsoft Sam irgendwie. An sich unterhaltsam, einfach weil es so für einen Arsch war. Fand ich sehr unterhaltsam. Also in so einer Gruppe kann man das spielen, daheim würde ich es mir nicht antun. Ja, ich fand es richtig, richtig gut. Ich fand es ähnlich wie Dark Souls. Weil dadurch, dass es so schwer war, war es richtig spaßig. Und mein absoluter Lieblingscharakter war der Kittler. Also sein Auftritt hat mir das Spiel richtig versüßt. Er hatte sogar ein Namensschildchen mit, der Kittler drauf. Also ich weiß auch nicht, ich fand die Story zu platt. Auch die ganzen Dialoge, das war jetzt nicht so. Also ich finde es, ja, für sowas eignet sich's ganz gut, aber ansonsten finde ich es furchtbar, all dem allen. Bis auf die Musik, die ist gut. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Also ich finde, das ist ein Verbrechen an der Menschheit, das Spiel, dass sowas überhaupt produziert werden darf. Also für 1 € hätte ich es mir wahrscheinlich auch gekauft, weil ich dafür eine wunderschöne DVD-Hülle kriege. Aber für 29 € auf Amazon, das ist schon, also das 1er, ich weiß nicht, das 2er gibt es ja nicht mehr, 7 €, aber ja, also nee. Einfach nein. Ein kollektives. Ja. Ich bin wirklich froh, dass wir das. Ja, ich meine, wir spielen ja jetzt hier auch nicht. Wir machen jetzt hier auch nicht Geschichten aus der Gaming-Gruppe und machen den hier. Nee, also ich finde auch, das reicht also, jetzt das damit. Könnte auch mal. Das reicht jetzt wirklich. Ja, ich bin froh, dass wir jetzt hinter uns haben und. Wir sehen uns. Yeah. Das nächste Mal kommt bestimmt was Besseres dann, ne? Schauen wir mal. Hintergitter. Shit. Ich bin ganz schön müde.